Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, man merkt es mir vielleicht ganz leicht an, mir geht es nicht wirklich gut. Ich habe, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen eine leichte Lebensmittelvergiftung oder sowas in der Art, weil mir geht es so rum. Ich habe gestern ein bisschen was Fischiges oder Meeriges gegessen. Ich glaube, da war was nicht so ganz in Ordnung. Nichtsdestotrotz will ich heute wenigstens ein, zwei Folgen für euch aufnehmen. Unter anderem natürlich Airport CEO. Und mein Plan wäre hier jetzt aktuell erstmal zu schauen, dass wir hier ein paar Sitzplätze noch hinkriegen. Für die Leute, die hier auf ihre Sachen warten. Da müssen die nicht hier draußen warten. Wir haben hier ein bisschen mehr Platz für die Leute, die hier drauf warten. Was mir auch aufgefallen ist, unsere Wertung ist ja hier beschissen, ne? Und da stand Stufe 2 0%. Dann habe ich mir das Ganze mal durchgelesen. Ich darf nicht, wie ich hier unten gemacht habe, hey, als freigeben, dann soll das noch mit dem 2er scannen und dann mit dem 3er scannen. Sondern nur, wenn er sagt, nö, passt nicht, geht's durch die 2er durch. Wenn's wiederum von den 2ern freigegeben wurde, dann darf's auch direkt raus. Und nur, wenn die sagen, nö, dann muss vom 3er kontrolliert werden. Ich bin so ein Dulli, ey. Ich sag's euch, ich bin so ein Dulli. Bedeutet, wir müssen das ganze System jetzt nochmal bauen, indem wir sagen, okay, die Müllverbrennungsanlage ist direkt mal hier oben. Ich will das jetzt einfach so Stück für Stück nach oben setzen. Zum einen der Stufe 1 kommt direkt hier unten hin. Ich werde das jetzt direkt hier so ein bisschen breiter bauen. Und dann die Stufe 2 Dinger hier hin. Ah, ich bin so ein Dulli, ey, ich sag's euch. So ein Dulli. Das schaffe aber echt nur ich, ne? So. Die gleich darf ich aber wiederum seriell schalten. So. Und dann muss das hier so rüber rein. Ey, das schaffe aber auch echt nur ich, ne? Ah. So ein Dulli. So ein Dulli, ey. Oh. Weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass es schief läuft. Steht auch drin, dass dann halt sehr wahrscheinlich der Zweier auslöst, wenn ich sage, hey, hier alles okay. Dann lösen die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus. Und der natürlich dann auch mit noch einer höheren Wahrscheinlichkeit. Deswegen funktioniert das System hier zum Beispiel jetzt schon mittlerweile echt gut. Ich muss nur mal irgendwann die Sachen hier unten rausschießen. Weil die laufen ja auch schon gleich stundenlang rum. Und derzeit ist halt echt so, wenn einer sagt, nö, dann wird es mal vom dritten nochmal gescannt, dann funktioniert das. Ah, ich bin so ein Dulli. So, das läuft jetzt schon mal hier rein. Jetzt muss ich eigentlich die komplette Anlage einmal abreißen. Und auch den hier. Weil wir müssen dementsprechend natürlich mit den Hochgeschwindigkeitsdingern jetzt so machen. Das jetzt so. Ey, ich bin so ein Dulli. Gepäcksicherheit Stufe 3. Und dann geht es halt hier so.
Ja, so ein Dulli. Jetzt warten die natürlich gleich mal auf den Scan. Es dauert jetzt kurz, bis wir das Ganze hier noch fertig gemacht haben auf der Stufe. Es kommt, Leute. Jetzt warten die hier drauf. Aha! Baut das Ding fertig, schickt die Pakete raus, Jungs. Dann funktioniert das auch mal gescheit. Dem muss ich dann halt rein theoretisch noch eins rübersetzen. Das geht zum Glück. Das geht halt echt zum Glück sehr schnell. Das werde ich dann auch hier mal in Auftrag geben, den einer Scanner. Mein Gott, dann wird er halt ein bisschen weiter hinten sein jetzt. So, dann brauche ich hier noch ein Gepäckband. Nein, so sollte das nicht laufen. Ne, das geht nicht. So, na kommt schon, Leute. Aha. Da sind viele Gepäckstücke, die gerade nur darauf warten, endlich rauszukommen. So, jetzt ist das Gepäcksystem auch endlich fertig. Und jetzt hat... Ah, oh, schaut euch an, wie das hochgeht. Jetzt hat gehen die Zahlen so, wie wir es brauchen. System wird immer besser. Sicherheitspersonalfähigkeiten. Betriebssicherheit. Stufe 2 ist jetzt aktuell immer noch nicht so akkurat. Aber das ändert sich, sobald wir halt hier das jetzt extra gebaut haben. Das ist halt aktuell das Problem. Also das System haben wir schon mal so, dass es funktioniert. Jetzt geht auch weniger in den Gepäckmüll. Aha. Da, ein Stück ging mal in den Müll. Fertig aus. Dann lohnt sich nicht gleich endlich unsere Anlage auch oben. Dann kriegt ihr auch mal richtig was zu tun hier. Also aktuell kommt nicht noch so viele Pakete an. Aber wahrscheinlich weil jetzt einfach gerade... Was ich nicht ganz verstehe, warum sagen die hier, hey, wir sind nicht verbunden. Ihr seid verbunden, ihr geht runter und seid dann damit verbunden. Das verstehe ich zum Beispiel aktuell noch so absolut gar nicht. Also irgendwie sind die hier nicht so happy unbedingt. Oder ist da irgendwas kaputt gegangen? Schauen wir mal, das geht runter. Oh. Okay. Das ist nicht gut. Moment, was ist hier schief? Tut mal die bitte kurz streichen. Da ist irgendwas ganz schief. Da habe ich wahrscheinlich zu eng gebaut und es hat ihm gar nicht getaugt. Es mal euch hier rein. So. Dann schicke ich euch eins rauf. Dann geht ihr drei rüber. Und dann geht ihr hier wieder eins runter. Gut, die kommen jetzt endlich mal wieder an. Da ist das Problem. Müssen das nur noch alles fertig werden? Dann kommt auch endlich das Zeug hier drüben an. Schauen, endlich passiert was. Endlich können die... Ah, oh, scheiße. Jetzt weiß ich, wo die ganze Zeit unser Problem war. Jetzt geht die Sicherheit auch nach oben. Oh, schaut euch das an. Endlich passiert hier was. Jetzt kann der gleich aufnehmen, oder? Nee, nimmt er nicht. Was ist hier los?
Leute, wir haben hier ganz viele Pakete. Wollt ihr die nicht aufnehmen? Doch, der nimmt auf. Jetzt ist unser Gepäck auch dementsprechend schon mal safe. Jetzt müssen wir nur noch beim anderen. Das einmal schnell umbauen. Und zwar hier sagen, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Baut es ab. So, dann kann ich das auch kurz runter reduzieren. Jetzt ist das gerade ausgerichtet worden, oder was? Ey, das ist doch so dumm. Komm schon. Personal! Jetzt hat. Die Leute warten natürlich jetzt auf ihre Sachen. Ich würde euch hier noch gleich mal so ein paar Snack-Angebote anbieten. Wir können mal. Ah, warte mal, wir sollten auch vielleicht mal gucken, ob wir. Hier Automatisierung haben wir. Dann machen wir jetzt mal Programme. Können wir die Kosten mal reduzieren. Gibt's hier nicht die Automaten? Ja. Weiß gar nicht, was für ein Automat ich jetzt so platziert habe. So, okay. Und dann kommen hier draußen auch noch solche Automaten hin. Dann hat sich das ganz schnell erledigt. So. Warum steht das Zeug jetzt so da? Wollt ihr jetzt unbedingt durch dieses eine nochmal durch, oder was? Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob hier gerade voller Scheiß passiert. Mal schauen, die stecken jetzt fest. Und die kriege ich auch nicht zur Hölle raus. Da, die gehen auch nicht weg. Habe ich halt die Dauerpakete mittlerweile liegen. Ist ja auch scheißegal. Hauptsache, die Systeme funktionieren und wir kommen gut voran. Und wir kriegen Geld dazu, weil, wie gesagt, ich würde halt gerne das Gebiet hier kaufen und habe jetzt voll die geile Idee. Hier fetter Terminal und dann hier einzelne sozusagen Sprossen, wo die kleinen oder mittleren Flugzeuge landen. Dann hier die große Landebahn und dann halt hinten noch alles sehr groß erweitern und dann halt hier überall anfangen. Das dementsprechend aufzubauen. Schon mal Terminal. Wir können hier rein theoretisch hier voll das Terminal noch hochziehen. Aktuell. Ich würde halt gerne noch mehr Flugzeuge hausen, aber aktuell ist das halt alles so eng. So richtig eng. Finde ich eklig. So. Ne, es wird aber langsam. Jetzt hat funktioniert das hier mit dem Personal auch alles gut. Wir machen gut Geld immer noch dazu. Also echt, das Geld fließt jetzt gut. Wie schaut es jetzt mit unserem Ding aus? Ja, schauen, wie die Werte jetzt sind von den Paketen. 96%, 99%, 100% und 95%. 5% werden falsch geschreddert. Mein Gott, das macht eine sehr gute Bewertung insgesamt. Jetzt, wir sind davor bei 72% gewesen, da war aber auch unsere Sicherheit schon relativ hoch. Jetzt sind wir bei 79%. Was ist hier das Problem? Restaurants und Läden. Ah, die wollen jetzt auch noch hier Terminalqualität. Okay, dann müssen wir die Böden dementsprechend umverhalten wahrscheinlich. Das können wir ja schon mal anfangen.
Terminal Boden, was haben wir denn aktuell drin? So ein hier, ne? Dann kriegt das Terminal gleich mal den kompletten Boden hier so gemacht. Ich hätte dann gerne so ein paar Bereiche anders. Und ich würde doch gerne schauen, ob wir nicht als Boden, wo die Passagiere laufen, ein paar Backsteine nehmen oder sowas. Sagen wir mal, viel netter aussieht. Es gibt verschiedene Materialien. Nehmen wir den hier. Wir wandeln das Ganze jetzt nochmal ein bisschen um. So, gleich mal den Bereich hier oben. Nehmen wir ein bisschen so ein bisschen. Die Bereiche vorne können wir auch komplett machen. Oh Gott, schaut der schlimm aus. Also ganz ehrlich, das schaut nicht wirklich schön aus mit dem Ding. Holy shit, schaut das eklig aus. Viel netter aussieht. Vielleicht doch so ein Fließboden. Ich weiß, oder nehmen wir doch Parkett. Ich habe das Parkett überall anders verwendet. Jetzt ist der Boden außenrum überall Parkett. Machen wir die Wege aus einem schönen... Wie schaut denn das aus? Let's try it. Das schaut auch komisch irgendwie aus. Oder soll ich doch im ganzen Terminal Teppich verlegen, außer da, wo sie nicht laufen sollen? Oder da, wo sie laufen sollen? Und da Parkett verlegen? Dann kommt jetzt der Parkett. Ich will den Dezenten doch noch. Nehmen wir den Dezenten. Das ist echt nicht schlecht so. Hier noch einen Pfad hin. Ich sehe leider nicht wo, aber ich vermute mal hier irgendwie. Warum ist denn das jetzt da hinten so? Ich habe doch keinen Plan. So. Das hier noch so angeschlossen, kriegt hier noch einen Pfad hoch. Dann schicken wir das hier noch so rauf. Machen wir hier schon mal noch einen Weg hin, falls wir mal hier ausbauen oder sowas. Eieiei. Das ist ja eine Katastrophe. Eine Katastrophe, sage ich dir. So, was ist jetzt hier schon wieder los? Angestellter Weganalyse fehlgeschlagen. Hä, warum? Du hast eine Tür? Da gehst du durch und gehst außen rum. So schwer ist es nicht, Leute. Ah, hier ist die Subway.
Na, Geld ist aber echt gut dran. Aber Leute, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir das hier noch ein bisschen verändern werden. Vielleicht werden wir so am Terminal oder an der ganzen Anlage rumbauen, um hier mehr reinzukriegen. Also, bis dann. Ciao.